fahren? Wie war denn? Wie viel PS? 46. So, da ist ein ganz besonderer Trecker. Da ist ein VW Turbolader drauf. Ich bin gespannt. Ja, dann lass mal hören. Oh, der wird doch stark. Ja, mit viel guten Willen 60 PS. Ja. 60 PS. Der hat original 40 PS. Und ein VW Turbolader hat ihn dann mit Hilfe der entsprechenden Einstellung auf 60 gebracht. Nicht schlecht. Schöne Maschine. Motoröl, Getriebeöl. Ja. Wenn da gerade ganz, wenn da so ein Honig drauf ist, dann kann da wohl sein, dass er, wenn er mal 10 Minuten gelaufen hat, dann kommt er noch hoch, kommt er noch mal was hoch. Ja. Aber alles gut, läuft gut. Wann hast du da reingesessen? Ja, insgesamt eine Restauration circa ein halbes Jahr. Unter anderem haben wir dann selber einen Turbo drauf gebaut, der ist vom VW ein Turbolader. Eigentlich hat der original keinen geguckt, wo können wir Öldruck herkriegen, wo können wir das Öl wieder ableiten. Hier leiten wir es ab, andere Seite habe ich mir Öldruck geholt. Ja, und an der Dieselpumpe ein bisschen was gemacht, das läuft ganz gut. Ladedruck hatte ich jetzt 0,4 Bar oder so. Noch nicht ganz so viel. Beim Fahren hat er mehr, wir hatten mal einen Yachtwagen dahinter, da hat er ein bisschen mehr gehabt. Und da hat er auch weniger Drehzahl gehabt. Vielleicht ein bisschen klein, der Lader. Ich habe noch einen anderen zu Hause liegen, da kommt vielleicht noch mal ein anderer drauf. Mal gucken. Die Zeit hat er gegeben.